Hi Leute, ich grüße euch zum neuen Video. Heute am Sonntag haben wir. Bei uns ist gerade Freitag. Ne, was haben wir heute? Donnerstag. Ne? Ich bin total durcheinander schon. Wir haben ja die geniale Capristo-Anlage jetzt drunter. Wir arbeiten gerade noch dran, dass die ECE-Zulassung kommt. Lautstärke halten wir ein. Deswegen wird die bald kommen. Jedoch ist es natürlich mit der Klappensteuerung sehr bescheiden geregelt, weil wir die Originale nutzen. Und das wollen wir ändern. Ich kann euch gleich vielleicht mal sagen, wie die Originale steuert. Aber jetzt hören wir uns mal eben kurz an, was da überhaupt passiert. Weil wenn wir das Auto starten und im Drive Select von Komfort auf Dynamik einmal hin und her wechseln, ist die Klappe auf. Sobald ich aber einen Gang einlege, ist die zu. Oder wenn ich losfahre, dann schließt sie halt und öffnet erst wieder über 3000 Touren. Oder wir haben ein Lastbereich von über 80%, und das ist natürlich blöd, weil unsere Steuerung hat die Möglichkeit, die wir jetzt einbauen, dass wir in Komfort die Klappe geschlossen haben, dass die erst ab Volllast bzw. 80% öffnet. In Auto regelt die ganz normal, wie es Serie auch ist, und in Dynamik und in den anderen Sportprofilen ist die Klappe dann halt immer auf. Und gleichzeitig beinhaltet das Modul eine Memory-Funktion für Start-Stopp. Das heißt, wenn ihr Start-Stopp einmal ausgestellt habt, dann merkt er sich das auch fürs nächste, was natürlich auch sehr geil ist. Aber jetzt hören wir uns das erstmal kurz Serie an, wenn wir eben so losfahren. Und dann hört ihr das auch schon, wie die Klappe auf und zugeht. Das muss auf jeden Fall anders sein. Ja, weil man hört das richtig, wie der im Stand schön brubbelt. Ich lege den Gang ein und es ist leise. Ja, und selbst wenn du ja jetzt Gas gibst, geht die zu, oder? Warte, ich habe P drin. Das geht, da bleibt sie sogar noch auf. Aber auch nicht vollständig. Nee, nicht ganz, irgendwie so halb. Und deswegen, das ist schon ärgerlich, wenn ich Dynamik habe, dann will ich auch das volle Klangpaket haben, weil die Anlage so ist schon geil, aber wenn die jetzt durchgehend auf wäre, das wäre schon ultra. Und deswegen fahren wir jetzt mal in eine Werkstatt und stecken das Modul mal rein. Das ist relativ einfach. Kann man, ja, je nachdem wie geübt man ist, sag ich mal, ist das in einer halben Stunde eigentlich verbaut. Das gucken wir uns jetzt mal an, dass wir in der Werkstatt weitermachen. Ja, hier haben wir einmal das Modul. Das Ganze geht unten im Fußraum, wird das einmal zwischengesteckt. Dann haben wir noch einmal, warte, ich hol's mal hoch, an Massepunkt dran. Und dann müssen wir noch einmal an den originalen CAN-Bus dran und dann ist das eigentlich schon eingebaut. Ist gar nicht so viel, ein bisschen Fummelarbeit. Können wir mal gucken, hier unten sitzt das nämlich. Die haben wir nämlich die Seitenverkleidung und die nehme ich ab. Hier hinter haben wir die Stecker. Hier unten ist in der Regel ein Massepunkt und den CAN-Bus müssen wir ein bisschen weiter nach oben. Aber das zeige ich euch gleich mal. Ich mache jetzt erstmal hier eben Platz. Nehmen wir hier eine Spange raus, hier ist ein kleiner Stift, der Rest ist geklipst, dann hat man das schon los und dann arbeiten wir langsam vor. Ja, jetzt sieht es hier sehr nackt aus, ist aber sehr einfach. Von dieser Seite, die Seitenverkleidung ist nur geklipst. Dann das Stück ist auch nur reingesteckt. Dann nehmen wir die Lenkradverkleidung unten los. Dann haben wir hier eine Schraube, hinterm Ablagefach unten zwei. Gibt aber auch eine Anleitung mit bei dem Modul. Ist natürlich bei uns im Shop das Modul. Und wenn ihr das kauft, bekommt ihr eine PDF-Datei mit als Anleitung, wo das auch nochmal drin steht mit Bildern. Weil jetzt haben wir richtig Platz, weil wenn ihr die Lenkradverkleidung losnimmt, dann bekommt ihr auch hier unten den Einstieg und die Abdeckung vom Haubenöffner und alles schön raus, sonst klemmt das hier und man zermackt sich das. Jetzt nehme ich das Modul. Wie ihr schon seht, haben wir hier den grünen Stecker. Der kommt hier zwischen. Dann haben wir unseren Massepunkt. Siehst du den Dommi da unten? Da haben wir einen Massepunkt da. Ja, das mache ich jetzt erstmal und dann muss ich gucken, CAN-Bus müssen wir weiter nach oben. Da hole ich gleich nochmal Licht, das zeige ich euch gleich. Ich mache erstmal die beiden Sachen, dann machen wir den CAN-Bus. Wenn ihr das gesehen habt, dann baue ich das schon wieder zusammen. Ne? Also eigentlich eine schnelle Nummer. Ne? Eigentlich ganz easy, wenn man ein bisschen Werkzeug hat und ich habe das ja auch schon ein paar Mal und nicht zwei linke gemacht. Hände. Ja. Ein bisschen Ruhe, nimmt sich einfach Zeit, kein Stress, ne? Keine Hoppla Hopp. So immer mal eben. Ich mach das mal eben, das geht schief. Lass das sein. Ja, jetzt haben wir
wie gesagt den CAN-Bus und hier hinterm Lenkrad über der Lenksäule befindet sich das Gateway-Steuergerät. Da müssen wir einen Stecker abziehen, das ist auch in der Anleitung beschrieben. Da haben wir dann grün und orange-braun als CAN-Bus, wo wir dran gehen. Domi kann das aber eben einblenden. Ich hole mir noch ein bisschen Werkzeug. Ja, Kabel sind alle dran, passt, haben wir ein bisschen Platz. Kabel! Ja, wir können das Ganze jetzt ein bisschen verstauen hier in der Seite mit rein, da haben wir ja Platz, können die Kabel eben zusammennehmen, das ist ja auch nicht jetzt sonderlich viel. Dann baue ich eben wieder die Verkleidung dran, das sind vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Ne? Ein bisschen in Ruhe, dass das schön sitzt und nichts rappelt. Und dann hören wir uns das mal an. Ne? Ja, ich habe es gerade auch schon getestet, ist geil, also wenn ich Start-Stopp zum Beispiel ausstelle, das Auto ist aus, ich mache wieder an. Also haben wir hier die Memory-Funktion, dass er das beibehält, ist natürlich ultra, weil gerade bei so einem Auto Start-Stopp total nervig teilweise gerade in der Stadt. Ansonsten ist das auf Dauer natürlich sinnvoll und muss auch alles sein rein rechtlich, aber ab und zu will man das ja ab und zu will man das nicht. Ab und zu. Aber ist das auch, wenn du mit dem Auto gerade voll am Ballern warst? Das Ding ist knallerheiß? Nee, kurz laufen lässt das schon, aber teilweise auch. Das geht nach Temperatur und Spannung, aber auch so trotzdem, wenn du schon ballern warst, Ampel so eine gewisse Zeit. Oder wenn du noch eine Ampelphase erwischt, geht das schon schnell aus. Also das Kühlsystem läuft ja bedingt weiter durch Zusatzpumpen, aber trotzdem schon ultra nervig. Deswegen mag ich das gar nicht. Das kommt sehr gelungen. Und wir können das natürlich jederzeit ausstellen, das Modul auch. Das ist auch sehr geil durch die doppelte Tastenfunktion vom ESP nämlich, dann ist das Modul einfach aus. Ja, und wenn man so will, wirklich zugelassen ist das eigentlich auf Komfort oder Auto, weil die Klappe darf ja nicht permanent offen sein. Das heißt, der Dynamikmodus ist dann im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr erlaubt. Jetzt sagen viele, oh, das Modul darf man nicht. Bin ich im Zwiespalt, weil es gibt Fahrzeuge, die haben das ab Werk. Ja. Ein Focus RS oder so teilweise hat das auch. Die haben diesen Race-Button oder Sport-Button, da geht die Klappe auch auf. Wird beim Verkauf darauf hingewiesen, dass das nicht sein darf. Oder bei diversen BMW M-Modellen gibt es das nämlich auch. Da kriegst du ja wahrscheinlich nur noch so eine Meldung. Ist genauso wie der Drift-Modus hier, der Torque-Modus. Der ist ja auch eine Meldung drin, dass der im normalen Straßenverkehr nicht erlaubt ist. Also so viel zum Thema, ja, egal. Ich sag da nichts zu. Wir bauen das jetzt zusammen und dann wollen wir das hören. Ja, ich freue mich richtig. Komfort, siehst du. Ich fahre los. Nein, Mama. Dynamik. Und auch wenn ich jetzt den Gang einlege. Genau so soll es sein. Wir fahren mal an. Wie? Herzchen, ne? Aber bleibt die jetzt bei einer Lounge auch offen? Ja. Ja? Ja, Lounge hat die das nicht vorher sowieso gemacht. Aber auch komplett offen? Offen? So muss ich das anhören. Klar, es ist nach wie vor dezent, wenn man ein Nicht-OPF mit einer fetten Anlage vergleicht. Aber so finde ich es geil. So, also es ist nicht übertrieben, es ist angenehm, auch noch vom Fahren her. Und wir haben einen richtig geilen Sound. Wenn ihr nämlich hier auf Individual klickt, könnt ihr ja anpassen, da gibt es ja auch Motorsound. Ist aber auf dezent gesetzt, weil das ist der akustische Soundverstärker, der Aktuator, der da vorne sitzt. Das Einzige, was ich dazu Gutes sagen kann, der hört sich nicht ganz so scheiße an wie im Golf oder so. Also der macht schon verdächtig echt guten Sound, aber wir wollen den Klang von hinten und nicht von einem Aktuator da vorne. Und was von vorne kommt, soll der Motor sein. Und das geht jetzt auf jeden Fall ultra geil. Unten in der Beschreibung packen wir euch mal den Link von dem Active Valve Control rein auf jeden Fall. Und vielen Dank an Sete, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast. Ich finde das ultra geil. Aber liken, teilen, abonnieren, kommentiert gerne. Wie gesagt, viele fragen mich zu der Anlage, wann da was geht. Wir können die schon anbieten ohne TÜV. Ich schätze mal, ich hoffe, dass wir in spätestens 4 Wochen die ECE-Zulassung haben. Dann aber wird die Anfang Anlage auch im Shop auftauchen. Und sobald das der Fall ist, verfolgt uns einfach bei Instagram und bei Facebook. Wir machen dann Post und Story. In dem Sinne, ciao und schönen Abend. Ich muss jetzt fahren, verdammte Axt.